zu dem Zeitpunkt, zu dem die Raumfahrt Wirklichkeit geworden ist, ist es technisch auch möglich, eine Ölleitung am Bodensee so zu bauen, dass sie dessen Wasser nicht gefährdet. Die Römer dachten noch nicht an Raumfahrt und Wasserschutz. Sie nannten den Bodensee Lacus Venetus, 538,5 Quadratkilometer groß, bis zu 250 Metern tief, 395 Meter über dem Meeresspiegel. Das sind die Südpetrol und die Agip, Tochterfirmen des italienischen Eni-Konzerns. Und das ist der Plan einer Ölpipeline von Genua nach Ingolstadt. 600 Kilometer lang, ein Stahlrohr von 50 Zentimetern Durchmesser, das Mailand links liegen lässt, die Alpen überklettert, den Splügen durchstößt, die Schweiz durchquert und sich in Ulm aufteilt. Einmal in Richtung Ingolstadt, zum zweiten in Richtung Kochertürn. Letztere Raffinerie ist allerdings noch Zukunftsmusik, die wegen einigen Ärgers zudem in Moll gestimmt ist. Kapazität der Öltube 8 bis 10 Millionen Tonnen Rohöl jährlich, Baukosten 400 Millionen Mark. 1958 suchte Bayerns Wirtschaftsminister Dr. Schädel einen Weg, den Kraftstoff billiger als bis dahin in die revierfernen bajuwarischen Autotanks zu liefern. Ingolstadt sollte ein Raffineriezentrum werden. Eine Pipeline von Genua her sollte die Anlagen mit Rohöl speisen. Der italienische Eni-Konzern wollte den Stahlschlauch bauen. Am 25. Juni 1961 empfand der inzwischen verstorbene Eni-Chef Mattei bei der Grundsteinlegung in Genua, man werde mit dieser Pipeline europäischen Interessen dienen. Nun, die Eni zählt zu Europa und Bayern auch. Obschon in der Zwischenzeit von der Ölleitung Marseille-Ingolstadt und anderen Gesellschaften überholt, erkundeten die Italiener dennoch die wirtschaftlichste Trasse für ihr Projekt. Die Regierungen Italiens, Österreichs, der Schweiz, Bayerns und Baden-Württembergs gaben ihre generelle Zustimmung. Mit anderen Stellen wie Wasserwirtschaftsämtern, Landkreisen, Stadtparlamenten und Grundstücksbesitzern verhandelte die Ölgesellschaft einzeln. Dem Dienst an Europa schien nichts mehr im Weg zu stehen. Da entdeckte Lindau plötzlich, dass eine Pipeline entlang des Bodensees im Katastrophenfall sein Trinkwasserreservoir und das von mehr als 2 Millionen Menschen bedrohen könnte. Sie verweigerten der Eni die Pipeline-Verlegung auf Stadtgebiet, weil auf österreichischer Seite das Ölrohr auf diesem 1800 Meter langen Uferstreifen verlegt werden soll. Die Eni wurde massiv. Der Konzern klagte gegen Lindau auf Enteignung. Ironie des Schicksals, Lindau muss als erste Instanz die Klage gegen sich selbst verhandeln. Die letzte Entscheidung hat das bayerische Innenministerium. Es wird das erste Enteignungsverfahren beim Bau einer Pipeline auf deutschem Boden überhaupt. Die zuständigen Stellen suchten den Streit zu schlichten. Das Ergebnis der vielen Beratungen und Besprechungen sieht aber bis zur Stunde so aus. Herr Minister Filbinger, warum hat man beim Land Baden-Württemberg gewartet, bis die Pipeline-Rohre vor die Stadt Lindau gekommen sind und nicht unmittelbar nach Bekanntwerden der Pipeline-Pläne reagiert? Man hatte sich doch Ärger und man hätte der Firma Kosten sparen können. Ja, nun, das liegt zunächst daran, unser Land hat keine Genehmigung zu erteilen für das, was außerhalb unseres Landes geschieht. Zuständig für die Pipeline bis vor unserer Landesgrenze ist die Schweiz, beziehungsweise Österreich. Wir haben erstmals im Sommer 1962 davon gehört, dass diese Pipeline nicht in der österreichischen Bundesstraße 1 verlegt werden soll, sondern unmittelbar am See. Und daraufhin, wenige Tage danach, haben wir zum ersten Mal unsere Widerstände dagegen sehr deutlich gemacht. Und seitdem haben wir das in einer Reihe von Maßnahmen immer wieder promulgiert. Es erscheint merkwürdig, dass Baden-Württemberg Bedenken erst dann äußerte, als Vorarlberg der Eni die Trasse neben statt auf der Bundesstraße 1 anwies. Die Straße liegt nur wenige Meter neben der neuen Pipeline-Führung. Im Katastrophenfall ist es gleichgültig, ob das Rohr 6 Meter wie jetzt oder 12 Meter wie früher vom Ufer entfernt liegt. Baden-Württemberg hat wohl etwas zu rasch Ja gesagt. Und Bayern? Vielleicht wird man es mir gar nicht glauben, aber es ist wirklich so, dass sich die Trassenführung erst im Zusammenhang mit diesen harten Auseinandersetzungen der letzten Wochen kennengelernt und erfahren habe. Auch das erscheint merkwürdig. Am 3. August 1962 kamen alle Stellen in Bregenz zusammen, um die endgültige Trasse kennenzulernen. Für das bayerische Lindau nahm Stadtbaurat Haller an der Sitzung teil. Wissen Sie, es passiert eben einmal im Leben, dass durch Zufälligkeiten gewisse Dinge nicht überall dort, wo sie bekannt sein sollten, bekannt werden. Das ist keine böse Absicht. Und ich könnte mir auch denken, dass im Verlaufe der Entwicklung
der ganzen Angelegenheit die Beurteilung der Sache auch sich geändert hat. Auch das bitte ich von Bayern und von Baden-Württemberg her im Auge zu behalten. In der Tat hat sich die Beurteilung geändert. Die ENI erscheint mehr und mehr als kaltrechnendes Unternehmen, das sich auch von gesunder und berechtigter Kritik nicht aufhalten lässt. Umbregenz herum ist die Parole, eine Forderung, die nur teilweise der Vorstellung von Sicherheit entspricht. Mit dem Grund- und Quellwasser kann auch Öl aus den Bergen kommen, wenn eine Pipeline bricht. Die Österreicher haben den Italienern die Seetrasse nicht zuletzt deshalb angewiesen, weil Bregenz nicht Bodensee, sondern Bergwasser trinkt, das man durch eine Ölleitung in den Bergen nicht gefährden will. Den ENI-Ingenieuren wurden am Seeufer von den Österreichern harte, aber notwendige Auflagen gemacht. So muss der Vordergrund mit schweren Felsbrocken gegen die Flut befestigt werden, gleichfalls der künstliche Damm. Sand und Kiesbetten sollen etwa auslaufendes Öl auffangen. Zwischen Eisenbahn und Pipeline entsteht eine Betonmauer. Radweg, Promenade und Badestrand sollen die Ölleitung unter der Erde vergessen lassen. Es ist vielleicht dieser Paradedamm in Bregenz, der Lindau um den eigenen Fremdenverkehr bangen lässt. Immerhin, absolut katastrophensicher ist keine der technischen Raffinessen. Nun, wir wollen den See nicht nur vor der Katastrophe, vor einer Ölkatastrophe schützen, sondern wir wollen auch den See vor der normalen Verschmutzung schützen. Und dafür werden Jahr für Jahr viele Millionen von uns ausgegeben. Wir haben ausgerechnet, vor anderthalb Jahren, als wir das erste Reinhaltungsprogramm für den Bodensee ausgearbeitet haben, dass etwa 170 Millionen D-Mark notwendig sind, um die ganzen Abwassermaßnahmen durchzuführen. In der Zwischenzeit haben wir die Projekte weiterentwickelt und jetzt sind wir bei dem Stand, dass 250 Millionen Mark ausgegeben werden müssen, um den Bodensee zu reinigen. Das heißt, einschließlich seiner gesamten Zuflüsse. Daraus können Sie sehen, dass wir alles das, was jetzt geschieht, mit Entschiedenheit und mit größter Kraft in Angriff genommen haben. Aber das bedeutet natürlich auch, dass wir Zukunftsgefahren so sicher wie nur irgend möglich abschirmen. Und deshalb wenden wir uns mit solcher Entschiedenheit gegen eine Pipeline, die hier noch Probleme offen lässt. Offen blieb beispielsweise das Problem der Röhrenverlegung. Bei Kontrollen reichten die Anforderungen an die Stahlrohre und die Schweißkünste der hochbezahlten ENI-Spezialisten nicht aus. Die größten deutschen Röhrenwerke entwickelten neue Rohre. Die ENI behauptet, noch nie verwendet und das Beste, was es gibt. Nach Vorstellung der Italiener wird die Bodenseetrasse das stärkste Glied in der Pipeline-Kette. Es geht der ENI um bares Geld. Eine neue Trasse würde neue Kosten bedeuten. Streit, Enteignungsverfahren, Anrufung des Internationalen Gerichtshofes, die offensichtliche und unbestrittene Gefahr, die eine Ölleitung am Bodensee mit sich bringt, das alles lässt den Mammutkonzern völlig kalt. Ungerührt verfolgt er seine Trasse, treibt er die Pipeline Meter um Meter voran. Das Ziel Lindau, Stadtgebiet. Anschluss an das von Italien kommende Stück. Im kommenden Sommer soll das Rohöl fließen und das Geld, Dienst an Europa. An dieser Stelle hat das Nein der Stadt Lindau die Pipeline abgeschnitten. Aber die ENI will weiter. Sie packte zu. Auf eine selbst hartgesottenen Ölfirmen ungewohnte Weise. Der staatliche Konzern klagte. Und drohend richtet er die Rohre auf die Stadt, die nichts anderes und nicht mehr will als klares, unverseuchtes Trinkwasser. Ich weiß, dass beispielsweise zurzeit auch Missstimmung darüber besteht, dass die Arbeiten an der missbilligten Trassenführung fortgesetzt werden. Ich habe aus dem Grunde die ENI durch Fernschreiben nach Mailand und nach Rom bitten lassen, sie möge doch einen Stopp dieser Arbeiten veranlassen, damit nicht der Eindruck entsteht, als wolle man mit Gewalt vollendete Tatsachen erschaffen und dann erst verhandeln. Die Italiener sind weniger feinfühlig. So sieht bei ihnen der Stopp aus. Schwere Lastwagen schaffen tonnenschwere Felsbrocken heran. Zwischen zwei Dämmen soll die Pipeline die Bregenzer Ach durchqueren. Wären die ENI-Herren bereit, eine neue, ungefährliche Trasse zu akzeptieren, spätestens an dieser Stelle müssten die Arbeiten eingestellt werden. Aber sie ruhen hier ebenso wenig, wie sie am Rhein ruhen. Dort soll die Ölleitung auf einer schmalen Brücke den Fluss überqueren, der genau wie die Ach in den Bodensee fließt.
Schließlich dokumentiert der italienische Konzern sein Interesse an Europa in Lochau, 1 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, am nachhaltigsten. Hier entsteht das letzte der 5 Pumpwerke, der Pipeline. Jeden Tag investiert die Eni an dieser umstrittenen Stelle Tausende von Mark, trotz ministeriellen Fernschreibens. Wer will die Italiener auch hindern? Die Österreicher wollen nicht, die Deutschen können nicht. Die internationale Bodenseekommission darf nur empfehlen. Die Streiter suchen Verbündete, Meldungen werden in die Presse lanciert. Gerüchte entstehen, Wahrheiten werden verschwiegen. Wir boten allen Beteiligten die Möglichkeit, ihren Standpunkt öffentlich zu vertreten. Die Reaktion war überraschend. Lindaus Bürgermeister Fischer war freundlich, lehnte jedoch das Angebot klar ab. Generaldirektor Dr. Bechtold von den Vorarlberger Kraftwerken bedauerte, angesichts der Sachlage schweigen zu müssen. Im 6. Stockwerk des Münchner Hochhauses war bei den ENI-Vertretern gleichfalls nichts zu erfahren. Man sei als Firma zu sehr betroffen, hieß es. Und schließlich drehte sich auch Vorarlbergs Landeshauptmann Ulrich Ilk nach herkömmlicher Art aus der Sache heraus. Er schwieg. In dem Pipeline-Streit hat es immer einen Vermittler gegeben. Mitte Dezember haben Sie, Herr Staatsminister Dr. Schädel, diesen Vermittlerdienst offiziell aufgegeben. Ist das nicht ein bisschen Fahnenflucht, nachdem Sie doch mit Mattei verhandelt haben, als Erster überhaupt? Nein, nein, es handelt sich nicht um Fahnenflucht. Ich habe gar nicht daran gedacht, einer Sache die Treue aufzukündigen. Ich habe mich veranlasst gesehen, meine Vermittlertätigkeit einzustellen, weil vielleicht doch etwas allzu viele Köche an diesem Brei und um diesen Brei bemüht waren. Ich bin allerdings vor kurzer Zeit, vor 8 oder 10 Tagen, gebeten worden, wieder meine Dienste zur Verfügung zu stellen. Diese Bitte kam nicht von Eni, nicht von italienischer Seite. Ich wollte mich dieser Bitte im Interesse der Sache nicht widersetzen. Es ist gut, wenn der Initiator des Pipeline-Plans wieder helfen will. Die Situation ist bedrohlich. Lindau ist böse auf Bregenz und das Land Vorarlberg. Die bayerischen Löwen recken ihre Tatzen nach dem österreichischen Bundesadler. Nur der Eni-Drache leckt sich zufrieden das Maul. Dabei schien alles so leicht. Vielleicht schätze ich mich etwas zu stark ein, aber ich bin der Meinung, wenn ich rechtzeitig gewusst hätte, was man will, dann hätte ich nachdrücklich davor abgeraten. Weil ich das alles dann hätte kommen sehen. Ich bin, was viele nicht glauben, ein sehr vorsichtiger Mensch.